Für eine klimafreundliche Zukunft ist die Wärmewende entscheidend. Wie sie gelingen kann, zeigt NRW Energy for Climate Kommunen und Unternehmen unter anderem auf Fachreisen nach Dänemark. Unser europäisches Nachbarland ist Vorreiter in Sachen klimafreundliche Wärme. Die Fachreise nach Dänemark hatte das Ziel, von den Dänen zu lernen, wie man am besten die kommunale Wärmeplanung umsetzt und wie man die Fernwärmesysteme weiterentwickelt, weil sie uns da seit den 70ern schon voraus sind. Ich kann jeder Kommune nur empfehlen, an so einer Reise teilzunehmen, über den Tellerrand hinaus zu gucken und sich gute Beispiele anzuschauen. Und wir sind relativ schnell zu dem Schluss gekommen, vor Ort, dass da sehr, sehr viel ist, was wir auch nutzen können. Beispiele in Sønderborg, Gram und Esbjerg zeigen, wie Dänemark sich zum Vorreiter in der Wärmewende entwickelt hat. Der erste und größte Eindruck war, die Wärmewende ist möglich und die Wärmewende ist auch wirtschaftlich möglich und jeder wird mitgenommen. Also das war so der Grundtenor der ganzen Reise, was man so festgestellt hat. Also man geht da sehr partnerschaftlich vor. Jeder hat seine Rolle, alle haben eine gemeinsame Vision, haben einen ganz klaren Zielkorridor und arbeiten partnerschaftlich zusammen. Das war sehr beeindruckend zu sehen und auch die Art und Weise, wie man die ganzen Projekte strukturiert hat. Ich war als Experte für die Technik mit, um zu gucken, wie leben die Sektorenkopplung, welche technischen Dinge werden da angewandt und haben relativ schnell festgestellt, all das, was die da machen, ist bei uns umsetzbar. Wir müssen nur mit einer anderen Denkweise daran gehen. Und wir müssen in dieser Phase alle Akteure mitnehmen. Wir haben eine starke Wirtschaftsregion in Lüdenscheid im Märkischen Kreis. Und da haben wir vor Ort in der Kommune die Rolle, alle einzubinden und natürlich die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen. Weil ohne Bürgerinnen und Bürger funktioniert Energiewende nicht, funktioniert Wärmewende nicht. Da sehe ich unsere große Stärke, dass wir sozusagen da transparent arbeiten, unterwegs sind und die Bürgerinnen und Bürger auch mit einbinden müssen. Ja, was können wir aus Dänemark lernen? Was wir wirklich lernen können, ist, glaube ich, dass wir kein Datenproblem haben und wir haben auch kein technisches Problem. Und wir können lernen, dass wir gar nicht zu groß denken und planen können, sondern Think Big ist das Thema und dann komm runter auf die kommunale Ebene und mach's passend. Also dieser Mut, dieser Pragmatismus, das können wir definitiv lernen, da können wir uns viel abgucken. In Gram konnte die Delegation sehen, wie das Wärmenetz über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt wurde, um es zu dekarbonisieren. They combine these many heat sources, and they will in the future have more, with a very large storage, a pit storage up here, and a small storage right next to the main plant. Kommunale Wärmeplanung ist kein Projekt, wo ich in 2028 ein Ende habe und dann war es das. Sondern wir begeben uns in einen Prozess. Wir stellen heute das erste Mal bei den allermeisten Kommunen das erste Mal einen Wärmeplan auf. Das heißt, wirklich zu gucken, wer sind eigentlich meine Player vor Ort? Und das Ganze geht auch über, sag ich mal, übliche kommunale Zeiträume hinaus. Das heißt, wir sind in 5, in 10, in 15 Jahren. Das ist was ganz Langfristiges und Energieinfrastruktur braucht Langfristigkeit und braucht Verlässlichkeit. Also man kann natürlich sagen, das wird alles sehr teuer, aber man kann auch andersrum argumentieren, wir wollen Investitionen auslösen und wir werden damit natürlich eine kommunale Wertschöpfung auch erzeugen. Also indem ich Infrastruktur baue, löse ich ja vor Ort etwas aus. Und darin eine Chance zu sehen, das ist auch nochmal ein Blickwinkel, den man natürlich aus Dänemark mitnehmen kann. Also was mich beeindruckt hat, ist in erster Linie mal die Art der Dänen, die Mentalität, es einfach zu machen. So, das ist für mich die wichtigste Erkenntnis als kommunaler Mitarbeiter. Der größte Baustein der Zukunft ist die Gegenwart. Wir müssen langsam mal was tun. Reden reicht nicht mehr. Und das ist mir da bewusst geworden. Die Leute reden nicht, die handeln seit 4 Jahrzehnten. Die Wärmeplanung steht in Deutschland noch am Anfang. NRW Energy for Climate ist als Unterstützerin an der Seite der Kommunen und Energieversorger. Die Landesgesellschaft hilft bei den ersten Schritten und begleitet Pilotkommunen. Wir bieten regelmäßig Fachreisen, aber auch Konferenzen und Workshops zum Thema kommunale Wärmeplanung und Fernwärme mit den Dänen an. Da kann man sich anmelden und ich empfehle dann immer, das am besten im Team zu tun. Es macht am meisten Sinn, wenn Stadtwerke zusammen mit Kommune und auch den Entscheidern, den Bürgermeistern oder Landräten fahren, weil dann kann man vor Ort direkt die Übertragbarkeit diskutieren. Also nach den Terminen bieten wir das sowieso immer an, dass wir schauen, was kann man jetzt transferieren. Aber wenn man das im Team nochmal für seine eigene Kommune, seine eigene Region diskutieren kann, ist das der größte Mehrwert.
Die Beispiele in Dänemark zeigen, dass die Wärmewende gelingen kann. Die Voraussetzungen in Nordrhein-Westfalen sind gut. Also lassen Sie uns starten. Sie möchten mehr über die kommunale Wärmeplanung erfahren? Besuchen Sie unser Kompetenzzentrum Wärmewende NRW.